Herzlich willkommen bei diesem Video, in dem ich Zuschauerfragen beantworte zum Thema Kommunikation. Eine erste Zuschauerfrage, die ich gerne beantworten möchte, ist die Frage, ob denn verletzt werden ein Gefühl ist. Und wir brauchen das zwar ganz viel. Du hast mich verletzt, ich bin verletzt. Und dennoch ist das nicht wirklich ein Gefühl. Denn es gibt ja eine ganze Reihe von Gefühlen, die vermischt sind mit Bewertungen. Und die können wir erkennen, wenn wir schauen, geht es um mich? Wenn ich dieses Gefühl benenne, geht es einfach um mich? Rede ich da nur von mir? Oder sag ich, dass mein Gegenüber verantwortlich ist dafür, dass ich jetzt ein Gefühl habe? Eben verletzt werden, da bin ich ja passiv. Verletzt werden, da gehe ich nach außen und sage, du hast mich verletzt und deshalb geht es mir jetzt so. In der gewaltfreien Kommunikation ist es aber so, dass wir total ganz allein verantwortlich sind für das, was wir an Reaktion haben. Ja, das Gegenüber ist der Auslöser, das stimmt. Dann wäre es, du hast das und das gesagt oder getan, wertfreie Beobachtung. Und jetzt, und dann kommt das Gefühl, und wir sagen ja dann häufig, und jetzt bin ich verletzt. Aber was ist denn das Gefühl dahinter wirklich? Hinter verletzt hat es ganz häufig das Gefühl von, ich bin irritiert oder jetzt bin ich ganz ratlos oder sprachlos oder wenn du das sagst, dann werde ich ganz traurig oder dann werde ich ganz wütend. Das ist auch eine Variante. Also wenn ich es ganz, ganz zurück zu mir nehme und das ganz wegnehme vom Gegenüber, von der Verantwortung des Gegenübers, dass es eine Schuld trägt an meinem Befinden, wenn ich da ganz konsequent bin, dann muss ich ein bisschen tiefer graben, wenn ich sagen möchte, ich bin verletzt. Es gibt selbstverständlich noch ganz viele andere solcher Gefühle vermischt mit Bewertungen. Eines, was ganz häufig ist, ist, du nimmst mich nicht ernst. Das ist auch eins, das häufig ist. Du nimmst mich nicht ernst, ja, und dann? Das muss mich nicht stören. Ja, das darf das Gegenüber, darf irgendeine Abwertung machen. Die Frage ist, wie nehme ich das in Empfang? Und nehme ich das in Empfang auf der Ebene der Gefühle? Nehme ich das in Empfang, wenn jemand etwas sagt und ich dann sage, das ist mir jetzt sehr unangenehm, was du jetzt da sagst. Und dann könnte man fragen, weshalb sagst du das so? So ganz einfach. Eine Bitte. So, das ist der erste kurze Teil. Ihr könnt weiter dazu Fragen stellen, wenn das nicht klar genug war für euch. Ja, so zu Gefühlen vermischt mit Bewertungen, stellt Fragen. Und das zweite Thema, das ich hier anschneiden möchte, auch sehr kurz, ich halte diese Videos extra sehr kurz. Man könnte selbstverständlich da weit ausdehnen, das mache ich aber nicht. Das zweite Thema ist, was kann man tun, wenn die Gespräche in der Partnerschaft sich immer wieder auf die gleiche Art und Weise wiederholen und man eigentlich überhaupt keine Lust mehr hat, da wieder einzusteigen und nochmal einzusteigen. Ja, was kann man da tun? Dann, wenn es so richtig verhärtet ist, dann geht es um zwei Dinge. Dann geht es einerseits um einen wertschätzenden, empathischen Ausdruck. Und es geht auch um einen klaren Ausdruck.
ganz häufig, wenn es ganz stagniert in der Partnerschaft und das Thema schwierig ist, dann bin auch ich nicht mehr flexibel. Ich möchte mich dann zurückziehen, oder? Dann möchtest du dich zurückziehen, weil das hat ja sowieso keinen Sinn. Wenn du dir das sagst, dann hast du keine wertfreie Beobachtung und du bist nicht im Moment, weil du weißt nicht, egal was du erfahren hast, du weißt nicht, wie es jetzt ist. Das möchtest du ja für dich auch, dass man dich in jedem Moment neu nimmt, so wie du bist und auch eine Entwicklung stattfinden kann oder vielleicht hast du eine Einsicht gehabt und dann verhältst du dich anders. Und das kann ja bei deinem Partner oder deiner Partnerin auch passieren. Das heißt, wenn du eine Annahme machst, dass es jetzt wieder genau gleich wird wie vorher, dann bist du in der Interpretation und nicht in der wertfreien Beobachtung. Das heißt, du bist ein bisschen gefordert, du auf deiner Seite für deine 50%. Die anderen 50% kannst du bei deinem Gegenüber lassen. Bei deinen 50% ist die Frage, was ist dein Bedürfnis? Und dann ist die Frage, ist dein Bedürfnis nur zu stillen, wenn dein Gegenüber etwas anders macht? Oder kannst du für dich etwas anderes entwickeln? Zum Beispiel mit Einfühlung für dich selbst? Oder mit mehr Mut? Ganz häufig hat es eine Komponente, wo du mehr Mut brauchst, um dich klar auszudrücken, wenn es so stagniert. Also, dass du sagst, für mich ist es ganz schwierig, wenn das so stagniert, dann bin ich total ratlos, Gefühl, schwierig und Gefühl, ratlos. Ich weiß da nicht mehr weiter und ich brauche deine Kooperation. Kannst du mir dazu etwas sagen? Oder wie kommt das bei dir an? Und dann will ich nicht den anderen verändern, sondern ich sage nur und ausschließlich, wie es mir geht und ich befrage das Gegenüber, wie geht es dir damit? Und wenn das Gegenüber findet, ja, mir ist das egal, also was machst du denn hier wieder, was machst du Kompliziertes, dann bleibst du dran. Dann gibst du dich zu erkennen. Dann kannst du sagen, es ist für mich wirklich schwierig, in dieser Partnerschaft zu sein, wenn dieses Bedürfnis zum Beispiel nach Verbindung oder nach Gespräch, das ist ja häufig, oder nach Gemeinsamkeit nicht gestillt ist. Und du kannst auch fragen, was brauchst denn du? Ich hätte gern gewusst, was du brauchst. Und wenn dein Gegenüber zum Beispiel gar nichts braucht, dann ist das für dich auch ein Zeichen, nochmal zu schauen, was passiert denn bei dir, wenn beim Gegenüber wirklich nichts passiert. Also es führt dich immer wieder zurück zu dir, zu deinen 4 Schritten. Und du darfst selbstverständlich, wenn dir das bewusst ist, darfst du so lange, wie du möchtest, interpretieren und innerlich finden, wow, ist das doof und alles. Aber dann geht es wieder darum, okay, wie ist die Situation? Was höre ich und was sehe ich? Wertfreie Beobachtung. Was habe ich da für ein Gefühl? Was habe ich für ein Bedürfnis? Und auch, und das ist die Bitte an sich selbst, was kann ich für mich tun? Was bitte ich mich? Bitte ich mich, konsequenter zu sein damit, was ich für mich brauche? Oder bitte ich mich, klarer zu sein darin, weshalb ich in dieser Beziehung bin? Es sind dann schon ein bisschen beängstigende Fragen manchmal auch, aber es sind dann auch klare Fragen, weil ganz häufig zeigt sich dann auch, okay, da hat es ganz viel noch, das ich wertschätze
Und wo kann ich dann hinschauen? So, das ist mal so eine erste, sehr kurze Antwort. Aber vielleicht hilft das weiter, um einen Impuls zu geben. Und wenn du mehr möchtest, stell weitere Fragen unter renata@kommunikationskongress.com. Einfach immer wieder unter dieser Adresse. Okay, und tschüss, bis zum nächsten Mal.